Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Nachdem wir in der letzten Folge die letzte der drei Routen mit Terra abgeschlossen haben und wir auch Zeuge waren der Geburt von Terra Sehanord oder Terra Nord, wie man dem auch sagen möchte, ist ja jetzt die Frage, wie geht's eigentlich weiter? Denn ja, es fehlt schon noch ein bisschen, um die Lücke zu schließen zwischen Birth by Sleep und zum Beispiel Kingdom Hearts 1. Denn wir wissen ja, Birth by Sleep spielt etwa 10 Jahre vor Kingdom Hearts 1. Und wir hatten hier ja auch schon Auftritte von Sora, Riku und Kairi. Und ja, Prior Report ist natürlich hier ein guter Stichwort, das mal anzugucken. Interessant ist vor allem, da ich jetzt alle drei Runden gespielt habe, sind wir trotzdem auf insgesamt nur 68% angelangt. Die geheimen Berichte ist offenbar das einzige, was wir komplett gemacht haben. Also hier der Brief von Sehanord und die ganzen Berichte von ihm. Die gucken wir uns später an. Ich würde sogar irgendwie gerne auf den Schluss verschieben, weil es doch relativ viel Text ist. Wenn ich jetzt noch gucken muss, lese es überhaupt vor oder scroll ich einfach durch und ihr könnt es selber lesen. Muss man noch gucken. Ansonsten hier, was wir also so haben, meine Zeitachse, kann ich jetzt auch ein bisschen durchgehen. Im Prinzip kennen wir zwar schon einiges hiervon. Ich wollte das mit so irgendwie, wie vielleicht mehr Sinn machen, das später zu machen, wenn wir dann auch die komplette Zeitachse durch haben, also sprich, wenn wir hier alles freigeschaltet haben. Interessant finde ich hier aber, dass Terras Aufenthalt im Olymp offenbar nach Ventus stattfand. Das war ziemlich nicht so offensichtlich. Wenn das Terra nach Aqua kam, da ist klar, beziehungsweise Aqua nach Terra kam, da ist klar. Was Ventus der erste im Olymp war, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das ist relativ klar. Und ja, genauso mit dem Kino zum Beispiel, die ganzen Zwischensequenzen im Spiel. Diejenigen, die es mit Terra geht, oder die mit Ventus, die mit Aqua, dass noch 4 Stück fehlen sollen, okay, das finde ich schon ein bisschen krass. Genauso wie meine Statistiken und Trophäen. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir jetzt mit der nächsten Final-Episode weiter. Und die ist ein bisschen insofern interessant, wenn ihr, so wie ich es in der letzten Folge gemacht habe, also mit allen dreien halt jeweils einmal durchgespielt hat das Spiel, fragt das Spiel am Schluss, hey, willst du einen Speicherslot anlegen für die finale Episode? Und die haben wir hier. Das muss man so machen, weil ich dachte mir zuerst so, ich glaube nötig, weil ich habe bereits das Ding abgeschlossen mit allen dreien, ihr könnt einfach ein neues Spiel machen und dann sagen, hey, finale Episode hätte ich gerne. Aber es geht eben nicht, hä? Also ich müsste es nochmal mit Terra durchspielen und dann würde mir das Spiel nochmal fragen, hey, willst du für die finale Episode? Ja. Und auch interessant, man sieht es ja auf dem Level her. Mit Terra war ich am Schluss Level 35 und eine gewisse Anzahl an Talon, die hier ja unterschiedlich ist mit der finalen Episode. Aber Aqua passt leider alles. Die Spielzeit, die Taler und das Level. Also ich befürchte sehr, sehr stark, dass wir mit Aqua die finale Episode spielen. Wieso befürchten? Ja, wegen dem Spielstil. Und weil ich mich jetzt auch ein bisschen sehr an Terra gewöhnt hatte, also hätte ich das gewusst, hätte ich doch mit Aqua zuletzt gezockt. Aber ja, ich meine, es wird allgemein empfohlen, zuerst mit Terra zu zocken, damit Ventus und damit Aqua. Jetzt verstehe ich auch, warum das Aqua am Schluss kommen soll. Mit Ventus hat er zwar auch Level 30. Ja, mit Terra war ich eigentlich doch am stärksten, ne? 35 am Schluss sogar. Oh Mann, ey, das kann was werden. Ja, eventuell muss ich mit Aqua nochmal ein bisschen trainieren. Aber was jetzt kommt, da ist nochmal ein bisschen Nonplusultra. Offenbar. Und ich würde sagen, Freunde, wir legen einfach mal los, wa? Die finale Episode von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ven needs a safe place.
that's where you want to go. Of course, I would never let that happen. I promise you, I will bring Terra back. Only this time, you'll see he has what it takes to be a master. He's not as weak as you think. Aqua. Yes? Now that you are a master, there is one secret in particular you must know. Should anything happen to me, and you find the Legion of Darkness at our doorstep, I ask that you take my Keyblade and use it to lock this land away. What? Generations of Keyblade masters have been charged with keeping this land safe. Light and darkness exist in balance here, and there are those who would abuse such neutral ground. This is why our predecessors devised a certain trick. Just use the key, and this land will be transformed. That day forward, all who visit this land will be lost to oblivion, none ever able to solve the mystery. None, Aqua, except you. I know it's a lonely place, but you'll be safe. Terra and I will be back to wake you up before you know it. Put an end to me. Terra, tell me where to find you. Okay, das war krass. Aber würde auch erklären, wieso wir nur in den Garten? Na gut, ja, es muss natürlich noch ein bisschen was passieren, bis Wayne in den Garten
zu dem Ort wird, wie wir es ja nachher in Kingdom Hearts 1 kennen, wa? Okay, also, ja, zu Hause ist weg. Versiegelt. Hat insofern eben auch Sinn, dass wir das in Kingdom Hearts 1 und 2 so gesehen nie wirklich gefunden haben und nie die Rede davon war. Weil nur Aqua kann es halt jetzt öffnen. Und bis sie es mal machen wird, das kann dauern. Also hoffentlich in Kingdom Hearts 3, wa? So, mal ganz kurz gucken. Was hatte ich mit ihr nochmal alles drin? Doch ein Zeitspleißer, weil das war ein richtig geiler Move. Okay, ich muss erstmal da richtig reinkommen und dann richtig trainieren mit ihr. Genau, einen 7 hatte ich noch nicht. Sie konnte noch einen Doppelsprung machen, genau. Jetzt von einem gehabt, aber lassen wir das jetzt mal. Ausrüsten. Genau, die Feenblüte hatte ich eigentlich drin. Regensturm. Lichtwappen. Schlüsselschwert mit hoher Reichweite, außer wenn eine hohe Magiewert. Das ermöglicht häufiger kritische Treffen mit hohem Schaden. Okay, Aqua. Versuchen wir es, wa? Level 30. Insel des Schicksals, das ist soweit auch klar. Aber ganz ehrlich, Freunde. Ich verziehe mich nochmal hier hin und trainiere nochmal. Weil ich kann mir nicht vorstellen. Warte mal, mach mal Schlucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so easy peasy sein wird. Vor allem mit Aqua. Der wird richtig übel und ich würde doch gerne mit ihr auf ein ähnliches Level kommen mit Terra. Also 35 wäre schon nicht schlecht. So und nicht anders, Freunde. Ja, stimmt, sie hatte ja so krasse Moves da drauf. So, und da ist sie doch auch schon bereit, Stufe 31. Pschu, 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 pschu. Also, den Schluss machen mit Aqua. Interessant, interessant. Aber eben, wie bereits erwähnt, hä? Gut, 20 Minuten, ein bisschen mehr. Aber mit Terra habe ich ja auch so lange trainiert, dann wird das auch funktionieren mit ihr. Der Zeitspeis ist einfach so krass geil. Hä? Sind die anderen Viecher hin? Ich wollte gerade sagen, nee. You spin me wide round, baby, wide round. Krass geil. Ja, dauert halt auch ein bisschen, wa?
Und Sackspeiser! Yeah! Ja! Und so schnell kann es gehen. Wir machen da ganz kurz, bis dieses Level durch ist. Und dann werden wir uns nochmal ganz schnell, kurz, wie auch immer. Zum. Hallo? Hallo, lebst du noch? Sprich, wir das da weitermachen, zum gucken, wo jetzt überhaupt Terra steckt. Ob es doch schon irgendwie Terra sehr nord ist oder wie auch immer. Da waren es bei Terra wesentlich mehr Gegner. Krass. Ja, und ein paar geheime Gegner gibt es ja auch noch hier im Spiel. Also ähnlich wie bei Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2. Da muss ich allerdings gucken, ob man das irgendwie noch machen will. Also nicht im Sinn von, will ich das überhaupt machen. Sondern auch, wie viel Aufwand das noch wäre. Ja, die Gegner sind bei Aqua wesentlich rarer. Vielleicht sogar, ob ich mit Aqua ja mal so lange trainieren soll. Also nicht unbedingt hier, sondern überall ein bisschen. Bis wir irgendwie, keine Ahnung, Level 40 oder so haben. Und dass ich in den meisten Bossen gut gewappnet bin. Fragen, fehlt noch einer? Den muss ich schon. Die wollen einfach nicht auftauchen. Naja, lassen wir das mal, weil sonst sind wir die ganze Folge noch am trainieren. Wohl jetzt schon wieder 32, also es geht doch, denkt man zuerst so, dauert es lange, aber es geht doch relativ fix voran. Beim Zeitspeiser, bei Aqua und so, also die hat schon Power, die gute. So. Also, begeben wir uns zurück auf die Weltkarte, gucken mal, wo Terra ist und wer der Boss dort genau sein wäre und ob wir über eine Chance hätten. Weil Terra selbst als Rüstung jetzt wohl kaum sein. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, Kampfstufe 10. Schlüsselfriedhof geht gar nicht mehr. Dass trotzdem noch da ist, die Welt. Das wird später nochmal interessant. Terra's heart has been extinguished, smothered by the darkness within him! My name is Master Aqua. Now return my friend's heart, or pay the price!
Starker Auftritt, Aqua. Terror Xehanort hat irgendwie sein Gedächtnis verloren. Okay, gut, da kann man natürlich schon hart zwischen den Beinen. Da würde natürlich auch Sinn geben, irgendwie. Ich habe gar keinen Rückschlag drauf mit ihr. Was? Ja, der bringt was. Schmeckt meine Magie! Ah, war denn dann Visier, deswegen. Ich wollte gerade sagen, wir können mal heilen, das ist gerade ein bisschen schwierig. Er hat meinen Zeitspeise geblockt? Du bist nur ein krankes Viech. Oh, jetzt kommt der Scheiß wieder. Aqua, hau ab! Du kranke Schwein! Friss meine Magie! Oh, die bringt was. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Alter, war ja Quatsch, dass er selber zurückschlägt. Uah! Nee, nee! Ja, ich wollte gerade eine Barriere machen, aber sie war zu langsam. Okay. Ja, das. Nee, das wird uns lange dauern, Freunde. Wir machen es doch so. Also, wir sehen uns nächste Folge wieder hier. Aber ich gehe nochmal zurück auf nach Neverland und trainiere nochmal ein bisschen. Ja, ich denke natürlich, mit den richtigen Items und am Ende Mii noch ausrüsten. Wird hier vielleicht auch mehr Sinn machen, sehen wie Antigrava und so und sonst ein paar Heil-Items. Aber ich glaube nicht, dass die eine Episode noch aus dem Kampf gegen ihn besteht. Da kommt noch irgendwie was Stärkeres. Und deswegen wäre ich gerne ein bisschen besser vorbereitet. Also irgendwie, ich gucke mal, Level 35 ist das Minimum, was ich haben möchte. Wenn es geht, sogar Level 40, muss ich gucken, ob es überhaupt noch viel Sinn macht, ob wir noch viele Erfahrungspunkte verkriegen. In der Hinsicht, danke fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Zurück hier mit der Final Episode bei Kingdom Hearts. Birth by Sleep. Final Mix. Bye bye.